Hallo meine lieben Angelfreunde, willkommen zu einem neuen kleinen Guide-Video von mir zu Fischer Online. Wie ihr es im Hintergrund seht, es geht um die Güster, aber nicht nur, sondern auch um die Karausche, und zwar in Weißrussland, Dukorasee. Da es ja der Fall ist, dass ein paar Spots überarbeitet wurden. Oh weh, das ist der falsche. Das dürften Karpfen sein. Ja, schön. Ja, ist es auch. Ja. Ja, also ich zeige euch gleich, sobald wir den kleinen Brocken hier drin haben, wo wir stehen, was für ein Setup wir nutzen, was für ein Futter wir nutzen und so weiter. So. Also die Küste hatte ich auch auf Perkraupen gefangen. Das Problem ist, wenn wir auf Karausche, Giebel oder Güster gehen mit gewissen Ködern, besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch hier, wie es jetzt bei mir hier gerade der Fall ist, auch mal ein Karpfen beißt. Also ich kann mir nur erklären, dass es ein Karpfen ist, weil, ja, fühlt sich jedenfalls so an. Und ja, also wenn wir den dann irgendwann mal drin haben, zeige ich euch, wie das Ganze abläuft. Wie ihr vielleicht unten rechts schon seht, ich benutze Perlkraupen als Köder, weil das sehr gut für Karauschen funktioniert und eben auch für Giebel. Das ist dann eben der Beifang-Giebel. Aber eben auch bei Güster funktioniert das. Bei Güster haben wir aber allerdings einen anderen Köder. Ich weiß, meine Trophy habe ich mit einem mit Perlkraupen als Köder gefangen. Allerdings kann man die auch gezielter fangen. Wohlgemerkt ist da dann aber die Bissfrequenz nicht so hoch bei einem Einserhaken. Das werde ich auch gleich mal ändern. Auf den Nullerhaken, da wir die Güster mit einer Eintagsfliege fangen, wie es hier rechts gerade auch beißt. Aber das ist uns egal, wir holen jetzt erstmal hier den Karpfen hier ran. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ist es ein Karpfen oder eine Trophy. Ich tippe auf einen Karpfen, weil ich erst vor, ja, vor 20 Fischen ungefähr eine Trophy gefangen hatte. Deswegen wird es hier einfach nur ein Karpfen von 5 Kilo sein. Und was ist es? Schöner Schuppenkarpfen. Natürlich. Ja, von 6 Kilo. So, jetzt gucken wir gleich mal. Dafür müssen wir nicht mal weit rauswerfen. Das ist ja gerade das Lustige daran. So, komm mal ran hier. Da ist die Güster. Wie gesagt, die können wir recht gezielt fangen mit der Eintagsfliege. Nehmen wir allerdings mal Nullerhaken, dann sollte die Bissfrequenz auch ein bisschen höher sein. Also, erstmal, wo stehen wir? Hier ist der. Ach ja, genau. Ich stehe ja hier. Genau an der. Genau hier, wo ich eigentlich den Gründling auch kriege. Eigentlich hatte ich alternativ einen anderen Spot geplant gehabt. Wobei das hier eigentlich auch ganz gut geht. Ich werde aber gleich nochmal zu einem anderen Spot wechseln, weil die Karauschen hatte ich woanders besser gefangen gehabt. Na, komm ran hier. Giebel, ja, da ist eben zu viel Beifang dabei. So, und zwar, ich habe mir extra einen Marker gesetzt. Da gehen wieder Grüße und ein großes Dankeschön an Servobi raus. Danke dir für den Tipp mit dem Spot und auch wegen dem Setup. Da stellen wir uns hier hin, quasi neben das Schilf, und werfen hier so ein bisschen links rüber. So, da ist es nämlich auch ein bisschen tiefer, 2 Meter. So. Also das hier ist der Spot, da drüben hatte ich es einfach nur probiert, da war die Bissfrequenz aber nicht so gut. Hier ist es eigentlich besser, kommt jetzt natürlich wieder auf die Tageszeit an. Okay, vielleicht haben wir auch Glück und holen hier direkt eine Güster raus. Wäre natürlich schön, da das unser Zielfisch ist, und wir gehen auch gleich auf das Setup ein. Genau, da ist es schon. So. Also, zum Setup. Ich habe die Pikayu Sense 5. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt erst am Anfang des Spiels seid, die Gitana Deepstream 8 nehmen.
Wenn ihr aber genug Geld habt, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch die PKU-Sens holt, und zwar alle drei, also die 3er, die 5er und die 7er. Mit der Schnur und dem ganzen Setup könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen, da das alles direkt dabei steht und extra im Shop markiert ist mit U-Sense. So, dann wenn wir mal gucken, das Setup hier, wir benutzen 1er Haken und Perkroppen, da wir ja keine kleinen Fische, sondern eher die großen Brocken rausholen wollen. Und dann hier noch Futter für Karausche, das zeige ich dann auch noch. Das Ganze haben wir hier nochmal. Alternativ können wir auch mit Brot angeln oder mit Blutwurm. Das hier ist das Setup. Okay, das wundert mich. Eigentlich ist hier Futter für den Giebel drauf. Ja, so. Stellen wir uns mal woanders hin. Habt ihr ja gesehen. 100, 115 ist der Spot. Alternativ gibt es noch eine andere Möglichkeit. Die möchte ich euch auch noch zeigen. Wo ich auch die Trophy gefangen habe. Und das war. Ah, ich meine, das war genau. War das hier? Ne, hier drüben so ein bisschen. Muss ich mal eben suchen. Ja. Hier, entweder hier oder hier. Das ist euch völlig selbst überlassen. Gehen wir einfach mal auf den Steg hier. So, jetzt gucken wir mal in Ruhe. Das hatten wir, jetzt geht es aber auch ums Futter. Und zwar habe ich hier extra Karauschenfutter, was eigentlich sehr gut funktioniert. Dann nehmen wir mal Schleienfutter, weil es ja Schleien-Karauschenfutter ist, mit Vanille, kombiniertes Futter und den Blutwurm. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier direkt einen Giebel haben. Eine Güster. Links werden wir wahrscheinlich einen Giebel haben, weil ich meine Klappe gerade so weit auf. Genau, da ist schon die Güster. Sehr schön, die Bissfrequenz hier passt. Kann man sich auch gut merken hier mit dem Bootssteg. So, was haben wir hier? Haben wir hier mal eine Karausche? Ich habe so. Nein. Ich habe so das Gefühl, man fängt hier eher Güster und Giebel als Karausche. Karausche ist. Habe ich so das Gefühl, ein bisschen seltener. Können natürlich auch mit dem Blutwurm noch als Köder angeln. Oder auch die Made, das geht auch. Da könnt ihr euch theoretisch auch an die Bestenliste halten. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwo mal ein Beifang war. Denn wenn wir nämlich mal einen Blick auf die Bestenliste werfen, weil wir hier die kleine Güster drin haben. Merkt euch, mit der Eintagsfliege klappt das mit der Güster eigentlich immer sehr gut, weil man wirklich wenig Beifang hat. So, jetzt nochmal. Weil dann hier nämlich gucken bei den Rekorden und wir gucken bei der Karausche, ist es mit Brot, Blutwurm, Blue Carb. Muss jetzt nicht unbedingt sein, ist am Anfang auch nicht gerade günstig, deswegen empfehle ich eher den Blutwurm oder eben Brot. Bei Brot allerdings aufpassen bitte, weil da kann ja eben trotzdem mal ein Karpfen anbeißen. Jetzt gucken wir uns noch zusammen meinen Setzkescher an, was ich da alles bisher gefangen habe. Das wird wieder eine Güster sein. Ja. Gut, dass mein Karauschenfutter so auf Güster läuft. Dann packen wir das Ding mal hin und nehmen hier einfach mal einen Blutwurm dran. Dann gucken wir uns gleich mal den Setzkescher an, sobald wir den Fisch noch drin haben. Und da müssen wir es auch nicht absinken lassen, da wir ja eh ein Stück weit rauswerfen. Macht das nichts. Und die nächste Güster, genau. So. So, wenn wir mal gucken, bei Karausche sind es leider nur drei Stück. Da sogar auf Brot und zweimal auf Made. So ein schöner Fisch, so eine Karausche. Das war meine erste Trophy, die ich in Russian Fishing 4 gefangen habe. Direkt mit Level 4 oder 5. Am Anfang, als es rauskam, wohlgemerkt, ich glaube 2017, also bevor es bei Steam war, da war es auch noch gut. Das auch noch beim Turnier und da habe ich noch direkt ein Angelset gewonnen. Sehr schön, hier beißt es schon direkt. So, vielleicht haben wir ja jetzt mal. Komm schon. Okay, also ich glaube, das ist schön.
Eigentlich hatte ich hier auch die Karauschen gefangen, aber irgendwie wollen die nicht so. Aber dafür laufen die Güster ganz gut. Wie gesagt, kann auch tagesabhängig sein. Normalerweise könnt ihr die Karausche auch überall am Tag fangen. Hier am See. Also natürlich jetzt nicht direkt am. Was soll ich sagen, wenn man es direkt da. Einfach nur dahin. Das Schilf da vorne wirft er dann natürlich nicht. Das sind eher die Schlammpeitzger, aber. Ja. So im Allgemeinen sieht man ja, Bissfrequenz passt. Ja, meine Freunde, in diesem Sinne war es das von mir mit meinem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Einschalten und sage Danke und bis zum nächsten Mal. See ya!